Als Opernstar hat er eine riesige Fangemeinde. Dass Rolando Villazón aber auch als Botschafter des Humors die roten Nasen-Clown-Doktors unterstützt, das wissen nur wenige. Dafür schlüpft der gebürtige Mexikaner sogar selbst ins Clown-Kostüm. Heute hat er die Kinderonkologie im Salzburger Landeskrankenhaus besucht. Eva Brutmann hat diesen besonderen Auftritt miterlebt. Wenn die Clown-Doktors zu Besuch kommen, dann ist das für die 10-jährige Lisa immer was ganz Besonderes. Und wenn dann noch ein Opernstar ins Clown-Kostüm schlüpft und bei der Visite mit seinen Kollegen das eine oder andere Liedchen trällert, dann ist das schon besonders spannend. Ich habe mir gedacht, der kann sicher gut Opern singen und er kann gut Clown-Doktor sein, aber das war sein voriger Beruf. Ein Lachen ins Gesicht der Kinder zu zaubern, das ist es, was Rolando Villazón will und was ihm, so wie allen anderen Spitalclowns, perfekt gelingt. Unsere Seele dann lacht und hat Licht und man denkt, dass man hat etwas wirklich schön gemacht, nicht nur für den, aber besonders für uns und für was diese Clowns machen, ist fantastisch. Beim Jonglieren und Spaß machen vergisst dann auch ein Opernstar die Zeit und vor allem die Bühne.